Schön, dass du wieder da bist. Heute zeige ich dir meine leckeren Powerriegel. Die bringen viel Energie, sind gesund und schmecken super lecker. Alles, was wir dazu brauchen, sind 2 reife Bananen, glutenfreie Haferflocken, Sonnenblumenlecithin, Chiasamen, Hanfsamen, ein paar Goji-Beeren und ein paar Kakaonips. So, dann legen wir mal los. Als erstes tue ich mal die 2 reifen Bananen in den Mixer. So, das mixe ich jetzt erstmal durch. So, jetzt brauchen wir noch 40 Gramm Erdnussmus. Das wiegen wir jetzt hier gerade mal ab. Das mixe ich jetzt nochmal durch. Dann brauchen wir 140 Gramm glutenfreie Haferflocken. So. Dann 20 Gramm Chiasamen. Gramm Hanfsamen dann 10 Gramm Goji-Beeren. Goji-Beeren sind total gesund, auch für die Augen. Auch noch so einen kleinen Farbplex und noch für den Crunch 10 Gramm Kakaonips. Eine Prise Salz für die Süße. Einen Esslöffel Sonnenblumenlecithin. So, jetzt unsere Bananen-Erdnuss-Creme-Masse dran geht. Jetzt alles schön durchmischen. Man kann natürlich statt der glutenfreien Haferflocken auch Quinoa-Pops nehmen, aber Amaranth-Pops oder Tef-Pops. Die sind auch alle glutenfrei und man kann immer mal wieder variieren und hat so immer wieder einen neuen, anders schmeckenden Powerriegel. Und die sind alle gesund, super lecker und glutenfrei. Jetzt habe ich schon mal den Backofen vorgeheizt und wenn ich jetzt die Riegel geformt habe, dann kommt das Ganze bei 180 Grad für 20 Minuten in den Backofen. Und dann formen wir jetzt einfach mal die Riegel.
Ich nehme immer so einen Esslöffel. Und form die dann so ein bisschen. Gut. Nichts für dich. Gänsel. Meins. Das ist meins. Das geht für dich. Auch wenn es gemütlich aussieht. Wir arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Aber das kriegen wir auch nicht hin. Nein. Nehmen Sie ab. Komm, auf. Geh Gras essen. Nein. Ich glaube, der Denzel hat es auf meine Riegel abgesehen. Denzel, nein. Die Gras essen. Spacki Bär. So, jetzt müssen wir eigentlich mal rein. Denzel, nein. Auf. Jetzt haben wir es fast. Das ist der perfekte Snack für den kleinen Hunger zwischendurch. So, jetzt habe ich die Riegel fertig. Das sieht schon sehr lecker aus. Jetzt werden die für 20 Minuten bei 180 Grad gebacken. Und dann schauen wir mal, wie die schmecken. Oh, frisch aus dem Backofen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Sehen auf jeden Fall schon mal ziemlich lecker aus. Und für den kleinen Hunger zwischendurch sind die eigentlich wirklich perfekt. Der Vorteil ist, man weiß, was drin ist. Und sie sind schnell gemacht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und beim Genießen. Ich habe ganz vergessen zu probieren. Sind schön crunchy, nicht so süß und bringen Power durch die Hanfsamen und Chiasamen. Einfach lecker.